Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinem Sprechzimmer. Zu meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie zum Thema der Kaiserschnitt und was dadurch dem Baby fehlt. In einer Zeit, in der ein Drittel und mehr aller Geburten als Kaiserschnitt erfolgen, komme ich als Kinderarzt nicht umhin, über einen Aspekt des Kaiserschnitts zu sprechen, der für das Kind von größter Bedeutung sein kann. Wenn ein Baby durch den Kaiserschnitt direkt aus dem Bauch der Mutter herausgeholt wird, so fehlt ihm der Kontakt mit der Schleimhaut des Geburtskanals. Bei einer normalen Geburt hingegen kommt typischerweise zuerst das Gesicht durch den Geburtskanal hindurch ans Tageslicht. Und jetzt muss man wissen, dass im Bauch der Mutter, also in der Fruchthöhle, die mit Fruchtwasser gefüllt ist und in der das Baby schwimmt, völlig sterile Verhältnisse herrschen. Die Natur hat es jetzt so vorgesehen, dass das Baby als ersten Kontakt mit der Außenwelt die Bakterien des Geburtskanals in das Gesicht, damit auf die Lippen und letztlich in die Mundhöhle abbekommt. Diese Keime, vorwiegend Darmbakterien der Mutter, gelangen so durch das Schlucken in den anfangs völlig sterilen Darm des Babys und führen dann zur Ausbildung einer von der Natur genauso vorgesehenen idealen Erstbesiedelung und letztlich zum idealen Mikrobiom des Babydarms. Und damit hat das Baby optimale Voraussetzungen für den Erwerb eines normalen und guten Immunsystems und wird auch gegen das Auftreten von allergischen und autoimmunologischen Prozessen optimal geschützt. Autoimmunologische Prozesse sind unerwünschte Reaktionen des Körpers gegen sich selbst, wie zum Beispiel beim Rheuma oder bei der Hashimoto-Schilddrüsenerkrankung. Wir wissen heute, dass dieser erste Kontakt mit den richtigen Keimen von größter Bedeutung für die weitere gesunde Entwicklung des Babys ist. Bei einem Kaiserschnitt kommt es eben typischerweise nicht zu einem Kontakt mit den wichtigen Bakterien des Geburtskanals, sondern oft ausschließlich zu den Bakterienkeimen der Haut, weil es ja nach der Geburt schnell an die Brust und damit auf die Haut der Mama gelegt wird und so die ersten Keime oftmals nur die Hautkeime sind, mit denen das Baby Kontakt hat und die es schluckt und die dann im Darm für nicht so günstige Mikrobiomverhältnisse sorgen. Wenn Sie das jetzt wissen, dann kommen Sie vielleicht selbst auf eine mögliche Lösung des Problems. Das Baby braucht einfach rasch nach der Geburt den Kontakt zu dem Geburtskanal. Und das kann dadurch passieren, dass man es kurz zwischen die Beine legt und mit dem Gesicht an den Geburtskanal hindrückt. Oder mit einem Wattetupfer wird ein Abstrich des Geburtskanals gemacht und danach wird dieser Tupfer einfach dem Baby in den Mund gesteckt. Ich gebe zu, das hört sich schon etwas befremdlich an. Aber so wäre und ist der natürliche Ablauf einer normalen Geburt, welchen man nach einem Kaiserschnitt auf diese Weise künstlich nachholen kann. Ich jedenfalls rate jeder werdenden Mutter im Falle eines Kaiserschnitts genau das zu tun. Es gibt allerdings Hebammen, Frauenärzte und Geburtshelfer, die bei dieser Methode auch eine Gefahr sehen, nämlich, dass man dadurch Infektionen beim Neugeborenen verursachen könnte. Ja, und das stimmt auch. So wie es bei jeder Geburt durch den Kontakt mit diesen Bakterien immer auch zu einer Infektion kommen kann, mit den entsprechenden Folgen. Ein solches Risiko müssten Sie als werdende Mutter oder Vater dann auf sich nehmen. Ich persönlich jedoch halte den Vorteil meiner beschriebenen Methode für wichtiger als die möglichen Gefahren, die ja nicht höher sind als bei jeder anderen normalen Geburt auch. Neugeboreneninfektionen sind zwar nie harmlos, sie werden aber in der Regel durch geschultes Personal, wie es die Hebammen und die Neugeborenenschwestern in den Kliniken sind, in der Regel rechtzeitig erkannt. Und mit den Möglichkeiten der modernen Medizin haben Neugeborene, Gott sei es gedankt, heutzutage gute Chancen, solche Infektionen unbeschadet zu überstehen.
Ich bin aber davon überzeugt, dass Sie mit dieser Methode Ihrem Kind einen großen Gefallen tun.